Okay, also hier sieht man eine einheimische Kirschenart, deren Blätter etwas runder geformt sind im Vergleich zu den der spätblühenden Traubenkirsche, wenn sie gegeneinander hält. Ja. Du erkennst halt, dass die spätblühende wesentlich dunkler ist und etwas ledriger und auch glänzend ist, weil sie mit so einer leichten Wachsschicht überzogen ist. Und das ist halt das, worauf man achten kann, wenn man im Zweifelsfall sich unsicher ist.